Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Endlich letzter Part von Kapitel 9. Ich kann das Kapitel auch langsam nicht mehr sehen. Und ja, danke an einen Kommentarschreiber. Ich habe deinen Namen vergessen, tut mir leid. Er oder sie, ich denke mal, er hat mich nochmal daran erinnert, dass man hier ja super KP farmen kann und auch Komponenten. Macht natürlich irgendwie Sinn. Vanille, was machst du da? Aber ja, danke, dass du mich daran erinnert hast, damit ich das nochmal erwähne. Weil ich ja gesagt habe, dass ich sowas erwähnen will, aber dass ich es vergesse, war auch klar. Aber danke, auf jeden Fall, danke. Und Vanille ist spooky. Ja, ja, wie schon gesehen, Vanille ist im Team. Ich dachte einfach mal, tausche den großen, starken Mann gegen das kleine Mädchen ein. Außer, dass sie technisch gesehen, ja, älter ist. Aber egal. Die rund 500 Jahre, die sie kristallisiert waren, die sieht man ja nicht. Also egal. Paradigmen. Wir hauen drauf. Und schießen drauf. Und schnappen ihn uns mit Vanilles Angel. Ich habe gedacht, gescheit ist das Ganze mal abwechslungsreich und haust mal drauf. Machst du ja so selten. Und ja. Ausrüstung hat sich auch minimal verändert. Kraftreif statt das Heizzuch da. Es hat sie Cape nicht mehr. Afro nur auf Angriff. Und das Belladonna-Ding damit Entkräftigung. Warte, war das jetzt, damit die länger wirken oder damit sie besser treffen? Ach, einzubleiben, keine Ahnung. Könnte ich auch jetzt nachgucken, aber interessiert mich dann doch nicht so sehr. Dann nochmal Kristarium. Also werde ich jetzt nicht reingehen, aber ich, ja, ich hole mir keine Punkte. Ich werde das anders machen in Zukunft. Ich werde alles Gelernte in die Videobeschreibung schreiben. Ja, die Videobeschreibung hat jetzt tatsächlich vernünftig einen Sinn und einen Zweck in meinem Video. Zumindest bei Final Fantasy 13. Und Schreck, lass nach. Das würde ich noch. Ach ja, ich benutze dieses Mal Subsidien, weil ich zu faul bin. Und der Kampf so wesentlich einfacher vorbeigeht. Ich mach's mir gerne einfach. Wer nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Die Ladezeit irritiert mich immer wieder. Been looking for you, Nabat. Your Eminence, please escape. I'll cover your retreat. Why don't you leave, Jill? Or rather, take your leave. Humans have no business here. What? Your Eminence! What? Magic? Monster! People are not yours to use! What else does one do with tools? Please, no. Cocoon is a factory built by Falcee. A factory for the mass production of human thralls. Not anymore, it's not. What can mere men do? Without our help, death is all of which you're capable. You saw the fools, a mindless mob drunk on fear of a viewless sea. If they only knew a Lassie was the one filling their glasses! Lassie? You mean me? Oh, child, perish the thought. I am more than that! I am Falcee. My name is Spartandulus, voice of the Sanctum, and Lord Sovereign of the Cocoon Falcee. Your kind feared the darkness, so we gave you light. You begged us for the purge, and did it not come to pass? Now you spurn our counsel. You must learn your place. Well, we're screwed. Naja, fast.
wir töten auch Gottheiten. Der Papst ist bösartig. Ich habe es schon immer gewusst. Ja, auf jeden Fall. Analysator. Denn er hat so ganz viele kleine Köpfe oder Außenhüllen oder Verteidigungsdinger, die auch immer. Außenhüllen. Die man zuerst besiegen muss, bevor man den Hauptkörper angreifen kann. War ja auch ganz schwer zu erraten, dass sowas passiert. Aber egal. Es ist auch egal, welchen man zuerst angreift. Hauptsache, alle vier werden fallen. Was auch nochmal erwähnt werden sollte, ist, dass jedes Mal, wenn ein Kopf wegfällt, wird er stärker. Das heißt, je mehr wir ihn angreifen, desto stärker wird er eigentlich. Und allzu sehr im gelben Bereich sollte man auch nicht unbedingt sein. Wisst ihr ja. Gelber Bereich ist schlecht. Beschwören. Ja. Ja, ja. Du schuldest mir. Nimm auch Geld an. Ich bin ja so gierig. Falsches Paradigma. Naja, ganz falsch nicht, aber es war unnötig. Es ist ganz ungewohnt, nur einmal Trisaster zu haben. Ja, ich weiß, ich bin im gelben Bereich. Gleich nicht mehr. Ja. Die Musik ist einfach nur episch. Und eigentlich auch ein Spoiler. Ich habe mir den Text mal übersetzt durchgelesen. Ja, es ist echt der harte Spoiler. Aber naja. Ich bezweifle, dass man das versteht. Also, man muss ja A, Latein können. Und B, ja, akustisch, also hört sich ja awesome an, aber wirklich. Also ich kenne Menschen, die Latein können, meine ich das, und die haben jetzt auch nicht viel rausgehört. Naja. Ist wie mit One Winged Angel, da versteht auch keiner wirklich was. Aber es ist einfach nur episch. Und ich habe es ja schon oft genug erwähnt, ich liebe die Synchro und Vatandalus hört sich ja wohl einfach nur total awesome an. Ja, der Evil Papst. Ich sag schon immer, die Kirche ist bösartig. Und ich wusste, dass ich recht habe. Zumindest in dem Spiel. Ich glaube ja auch, es war eine unterschwellige Botschaft. Ich meine, er kann ja wohl nicht durch Zufall aussehen wie ein Papst. Los! Danke. Das ist so gewollt, ich sag's euch. Die ganze Gottheit-Gelaber da. Das ist. Es hat alles seinen tieferen Sinn und Zweck. Ja, danke. Yay! Es lebt immer noch. Okay. Ja, auf zum Debuffen, wa? Der Kampf. Thanatos. Thanatos war doch der junge Mann, der in die Hölle gegangen ist, um seine Freundin zu retten, nicht wahr? Griechische Mythologie. Auf jeden Fall, das ist eine Persona von Persona 3. Oh, Metafähigkeit ist. Ja. Warum ist Metafähigkeit nicht ganz unten? Ja klar, damit man schneller an die Gegenstände rankommt, wenn man einfach nach oben drückt, aber. Keine Ahnung, das will ich mir diesmal einfach nicht angewöhnen. Würdet ihr bitte. Da fehlt noch ein Debuff. Hallo? Ah, danke. Falsches Paradigma. Entschuldigung, ich bin leicht daneben. Zu wenig. Also ich bin sowieso immer daneben, aber ich habe zu wenig Schlaf und hoffentlich tötet er mich nicht. Nein? Ich habe mich noch rechtzeitig heilen können. Ja, für den Kampf sind ungefähr, glaube ich, 10 Minuten angesetzt. Ich hoffe mal, dass das in der Hälfte der Zeit, dass ihr es schafft. Ich denke mal, ja. Sieht nicht allzu schlecht aus für mich. Ah, und die Subsidien sind einfach nur geil. Strahlen hier. Ah, ja. Hört sich nur fies an. Also es wäre auch fies, wenn man noch im gelben Bereich wäre, aber haha, sind wir nicht. Na? Na? Schade, ich dachte, ich kriege noch Fett, oder? Haha, deine Attacke kann mich mal. Das war schnell. Wuhu! Aber es war auch, dank der Subsidien. Oder Shrouds, wie die auf Englisch heißen. Die erleichtern einen echt die Sachen. Deswegen habe ich die auch vorher nicht benutzt. Kassarium erweitert. Das sagt ja eigentlich quasi schon, dass man fertig ist mit dem Kapitel. Aber ich finde schade, dass Jill so billig gestorben ist. Naja. The foul sea running the sanctum. Then, I guess it wasn't Eden controlling things after all. As I said. I am Lord Sovereign. Guess Foul Sea don't go down as easy as the rest of us. Ease is not the issue.
You have not fought to win. You should know quite well already the sure way of dispatching our kind. Ragnarok. What's Ragnarok? Ah! 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 Pitiful, Lassie. You've forgotten your focus. Ragnarok is the beast one of you must become in order to lay waste to Cocoon. You have had the dream. One among you will become that monstrosity. Defeat Orphan and destroy Cocoon. Orphan? The font of Eden's power. Orphan fuels Eden with strength, and Eden in turn sustains you and the rest of our kind. Destroy Orphan, and you'll release a force such as this world has never seen. Cocoon will be torn asunder. So if I did that, destroyed Orphan? Your focus will be fulfilled. So what? Who says it has to be? Sarah asked us to save Cocoon before she turned to crystal. Save it! And that's what we're gonna do. Sarah was trying to tell us how to complete our focus, and we have... Allow me to help you see the truth of things. The moment you arrived, your friend wept crystal tears. This was because her focus required that you be brought together. That girl did nothing but assemble the tools for Cocoon's destruction. Did it never occur to you? Or did you simply refuse to countenance the thought? Will not face the truth, then face the peril of your plight. Run, Lassie. See how stark reality is. What kind of ship is this? Fighting on its own? Clever, aren't you? Can we do something? Got me! I give up! Saz, look out!
Glück gehabt? Who knows? Dass Snow so überrascht tut, irritiert mich ja immer noch, aber naja, ist halt Snow. Er ist etwas naiv, beziehungsweise, oder auch ignorant. Das kann man in diesem Fall, glaube ich, drehen und wenden, wie man will. Auf jeden Fall, Kapitel 9 ist endlich zu Ende. Und jetzt folgen noch 10, 11, 12 und das Finalkapitel 13. Ja. Ich freue mich halt immer noch, dass es zu Ende ist. Ach, ich bin auch sehr enttäuscht, dass Jill einfach so gestorben ist. Oder lebt sie noch? Who knows? Wäre auf jeden Fall ein ziemlich billiger Tod gewesen. Rush ist noch da. Yay! Päpste lassen sich nicht einfach so besiegen. Das haben wir auch gelernt. Evil-Kirche. Evil-Eule. Ja. Cass muss unbedingt nochmal fliegen lernen. Sowas ist Pilot. Zäh. Ja, auf jeden Fall. Tschö. Und bis zum nächsten Mal.